Ja, hi. Neue Folge vom Knistermesser. Na Leute, wieso hat der Kerl eine kleine Scheibe an seinem Moped? Es wird Winter und er hat eine kleine Scheibe, ja. Warum? Ich kann es euch sagen, letzte Fahrt, ich muss zum Händler. Große Scheibe abmontiert, das war meine eigene. Die liegt jetzt bei mir zu Hause. Also wer eine große Scheibe braucht, der darf sich gerne melden. Weil heute geht die GS Richtung Händler und wird in Zahlung genommen. Vorher machen wir aber noch mal eins, und zwar, wir wollen dem Händler das Ding ja nicht knackeleer auf dem Hof stellen. Sowas macht man ja nicht, ne? Weil der Nächste, der eine Probefahrt machen will, der sitzt dann da mit einem langen Gesicht und kann erstmal tanken fahren. Also fahren wir jetzt erstmal zur Tanke und werden ein bisschen Kerosin auf den Bomber laden. Regen hat jetzt gerade aufgehört, also just vor einer Stunde. Und ich hatte schon gedacht, dass mit der Abholung wird heute nichts mehr, aber so wie es aussieht, klappt das ja wohl doch. Ach guck mal, Land Rover Defender. Auch eins der schönen Autos, die nicht mehr gebaut werden. Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Autos, die aus England sind, aber ist eben nicht so. Das Ding ist echt robust. Ich habe selber 3 Stück gefahren davon, auch mit Trials und so weiter. Also will ich. Sind gute Autos, super stabil im Gelände, haben die echte Vorteile. Was natürlich auf der Straße ein riesen Nachteil ist, ist das bockbeinige, harte Fahrwerk. Ist auch nicht jedermanns Sache. Aber die Sitzposition bei so einem... Sitzposition bei so einem Defender ist ganz, ganz nah am Außenfenster. Ihr habt praktisch die Schulter schon aus dem Fenster raus, wenn ihr in so einem 110er oder 90er Defender sitzt. Und die Geräuschkulisse so ab 110 km/h, ja, da sitze ich lieber auf dem Motorrad wie im Defender, glaube ich. Das ist arschlaut. Das kann man nicht aushalten. Vor allem, wenn man dann noch Geländebereifung fährt, also so MT-Bereifung oder so, was richtig heult. Ein Freund von mir hatte mal eine MT-Bereifung drauf auf seinem Geländewagen, so eine richtig grobe. Das klang so ähnlich wie ein wie eine Straßenbahn. Ja, war schon witzig. Braucht natürlich auch irre Sprit sowas. Ja, ich sitze ein bisschen höher, ne? So eine komische Position irgendwie. Habt ihr auch das Gefühl? Ich auch. Ich sitze auch wirklich höher. Nicht, weil mein Arsch dicker geworden ist. Nee. Ich muss ja irgendwo mit dieser bescheuerten Mappe hin, die ich von BMW habe, für die ganzen Unterlagen. Da gibt es so eine schöne schwarze Mappe, Live to Ride oder so, oder Make Live a Ride. Und genau die Mappe, da sitze ich im Moment drauf, weil ich mir die nicht unter meinen Anzug klemmen wollte. So. Angekommen. Also, wie gesagt, Zündung an und Tankdeckel auf. Funktioniert nicht. Ne? Das nochmal zur Info. Zündung aus, Tankdeckel auf, boah, geht, super, so, ein bisschen Supreme, drin in den Bomber, was tanken wir denn mal, oh, ich brauche nicht viel, ich muss nur bis nach Westerstede, ja, 10 Euro, reicht, ist ja noch was drin.
9. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. 10,01 €. So, Deckel drauf. Ständer raus, das ist immer besser. Da steigt sich viel leichter ab. So, und da sitze ich drauf. Guck mal an. Cool, ne? Aber es funktioniert. Moin, einmal Säule 1. Ich danke. Tschüss. So, hätten wir das auch. Dann werde ich mich gleich wieder auf mein neues Make Life a Ride Sitzkissen setzen. Das funktioniert 1A. Siehst du? Original BMW Zubehör, Sitzbankerhöhung. Nur der Stift, der da drin ist, der drückt so ein bisschen anal, glaube ich. So. Oh ja. Junge, Junge, ich mache was mit heute. Brömmen. Was willst du? Nee, Reserve kann nicht. So. Oh, grüne Welle. Ja, das geht. Schnell rüber. Oh nö, kein Stau. Nö. Nix für Knistermister. Leute, ich melde mich gleich wieder. Also, das ist langweilig hier. Das will keiner sehen, ne? Okay, ciao.